bevor die Dimmelsjoch-Hochalpenstraße, welche vom Nordtiroler Ötztal in das Südtiroler Baseiertal führt, befahren werden kann, machen sich die Männer der Straßenmeisterei des beliebten Übergangs Richtung Süden an die Arbeit, um sie von Schnee des Winters zu befreien. Ja, wir sind jetzt gerade dabei bei der Schneeräumung. Es ist heuer eigentlich nicht so wild viel Schnee. Es ist ein bisschen ein Winter gewesen oder es ist wenig Schneefall, ein bisschen viel Wind. Es ist jetzt halt ein bisschen hart zum Fräsen. Wenn vom Herbst schon der reingeblosene Schnee da liegt. Und wir fräsen das mit drei Fräsen so schichtweise nieder. Dass wir die Straße finden, werden im Herbst Schneestangen geschlagen. 4 Meter bis 6, 7 Meter hoche. Und nach denen finden wir halt die Straße. Und die Fräsdauer dauert so ungefähr, ist verschieden nach Schnee, von 100 bis 200 Frässtunden. Dabei ist es nicht immer leicht, den richtigen Weg zu finden, da die Orientierung in den Schneemassen tückisch sein kann. Die Straße findet man auch nicht, weil oft fallen viele Schneestangen, wenn im Winter die Lawine viel wegreißt. Man wird das halt leider so mal provisorisch aufgefräst. Da geht einer voraus, dass man ungefähr weiß, wie weit man jetzt von der Schneestange weg ist. Die Straße ist ungefähr 6 bis 7 Meter breit. Und mit der Raupenfräse fräst man dahinter der Spur nachher nach. Und die anderen zwei Raumen halt hinten nach, bis man halt auf dem Asphalt ist. Im alpinen Gelände ist natürlich das Wetter eine der entscheidenden Größen, die den Fortschritt bei der Schneeräumung beeinflusst. Wenn das Wetter auch schön ist und das hilft ein bisschen mit, dass es halt, weil in Dimmelsdol ist halt viel Nebel, wenn es ein bisschen schlechter ist oder Südströmung ist, der Föhn, da ist alles Nebel und dann ist halt schwierig. Und dauern kann das ja verschieden. Es kommt halt aufs Wetter drauf an. Fräsen und alles ist sicher ein super Job und super Arbeitsplatz, fällt sich alles nicht. Aber wie gesagt, wenn halt das Wetter ist im Dimmelsdol, dann ist halt, weil im Dimmelsdol ist halt ein anderes Wetter wie rundum.